Servus und habe dir den Schäders wieder reinschatz. Wir sind wieder unterwegs. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mit dem Quacksalber geredet und diesmal müssen wir zu Kastrell. Aber bevor es losgeht, holt euch was zum Trinken, macht es euch gemütlich. Wir zocken eine ganz gemütliche Runden. Medieval Dynasty. Genau. Und, oh, ist klar, ich glaube, es gibt Hase zum Frühstück. Zack. Oder auch nicht. Hase. Ja, genau. Wir waren hier wieder bei Honecker über Nacht. Oh. Kaninchen. Lecker. Ich habe mir auch schon was rausgebraten zum Frühstück. Und ja, wir haben das letzte Mal ja mit dem Quacksalber geredet. Wir machen jetzt da mal schnell. Wir füllen uns da mal ein bisschen auf. Das sieht gut aus. Und dann geht's ab nach Honecker. Und wir schauen mal, was die Kestrel so von uns will. Wir haben ja, genau, nächtliches Geheul, glaube ich, haben wir. Einen Wolf brauchen wir noch. Der fällt in 2 Tagen. Das kriegen wir aber noch hin. Den werden wir schon finden, den Wolf. Genau. Schauen wir mal, was die Kestrel von uns will. Und dann legen wir da wieder los. Ich hoffe, dass die da jetzt den Quacksalber da, ne? Schauen wir mal. Sehen wir aber dann. Ui. Da geht es ja richtig zu. Schaut's denn da aus? Da ist die Kestrel. Die sitzt wieder. Ja, die sitzt. Das machen wir ja kaum glauben. Aber warte mal. Wir gucken mal. Eine Jägerin. Bergarbeiterin. Und. Ah, gib mal wieder die Puste aus. Also Rasimir. Ist ja schlimm. Das ist eine Diplomatin. Okay. Aber es sind alles Mädels, wir brauchen aber eher Männer. Aber wir gucken mal. So, halt, die Kestrel sitzt ja da. Ich bin ein. Ja, halt, bleib da. Halt, Kestrel. Bleibst du da? Kestrel, Kestrel. Schau mal. Hab ich die? Na du? Alles gut. 56 ist die. Hast du etwas herausfinden können? Du hattest recht. Ja, dann wurde umgebracht. Oh nein. Warum wissen wir denn das jetzt? Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gehofft, dass ich nur Dinge sehe, die nicht wirklich da sind. Aber sie sind doch wirklich da. Weißt du, wer es getan hat? Nein, bisher noch nicht. Der alte Quacksalber ist völlig eingeschüchtert. Er hat die letzten Jahre ganz allein in einer Hütte im Wald verbracht und so getan, als wäre er gebrechlich und krank. Warte mal, der hat ja gar keine Hütte, ne? Das ist ein Lagerfeuer, das ist ja ein Unterschlupf, aber keine Hütte, ne? Der Hütte ist da. Guck, das ist immer so eine Bauhütte, hä? Hey. Antworten, Menschenskinder, Hust dauern ab. Okay, verflucht. Gibt es keinen Weg, ihn zu überzeugen, uns die Wahrheit zu sagen? Ja, ich habe einen Weg gefunden. Wir müssen seine Flucht aus dem Tal vorbereiten. Sehr gute Arbeit, Rasimir. Was genau braucht er dafür? Ein Pferd, ein paar Vorräte und jemanden, der ihn auf dem Weg beschützt. Gut, überlass das Pferd mir. Das finde ich super. Ich hatte schon immer ein Händchen für Pferde. Leonard, der Besitzer des Gestüts in der Nähe, ist ein guter Bekannter. Mir wird schon etwas einfallen, dass du dich um den Rest du musst dich um den Rest kümmern. Okay, gut, kriegen wir hin. Was die Vorräte angeht, sollten wir ihm ein paar Münzen geben, getrocknetes Fleisch und einen prallen Trinkschlauch. Was den Beschützer betrifft, versuch mit Domagoj oh Gott, zu sprechen. Er lebt in Jeserika und schuldet mir einen Gefallen. Er sollte dafür gut geeignet sein. Wenn ich mich recht erinnere, ist er sehr behende. Gut, mache ich. Ich mache mich auf den Weg. Super. Also, wir müssen mit dem Dagoi sprechen und wir müssen noch einen Trinkschlauch. Trockenfleisch müssen wir besorgen, aber das kriegen wir alles hier, denke ich. Und jetzt müssen wir erstmal nach. Naja. Wo ist er denn? Johnny, Johnny. Ah, apropos, ich habe hier den Tipp gekriegt. Danke für die Kommentare übrigens. Man kann hier anscheinend. Man kann. Ich glaube, Inventar. A zum Reittier wechseln. Man kann hier den Namen ändern. Oder? Kann man hier den Namen ändern? Ich weiß es nicht. Er heißt Hengst. Transfer zum Charakter ablegen, Auswahl-Tabs, Klump und Zeug und Mist. Nee, also ich sehe es nicht.
Vielleicht muss man da... Okay, keine Ahnung. Warte mal, wir schauen mal in die Verwaltung. Wir haben ja Pferde. Wir haben hier den Hengst. Vielleicht kann man den kann man... F, Details. Wir gucken mal die Details an. Männchen, 3, Bereitschaft. Keine Ahnung. Schaut es mit der Stute aus. Nee. Gut. Ist natürlich... F, Details anzeigen. Zuweisung. Wir könnten da einfach mal länger drauf bleiben. Ah, okay, das ist jetzt der Stall. Okay. Aber das möchte ich ja nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, man kann hier irgendwas machen. Man kann verkaufen. Das haben wir aber nicht. Ha, eigener Name. Ah. Jetzt. Jolly Jumper. Sollen wir da 2.0 dran machen? Ich hoffe, dass jetzt, ich glaube, der Max hat es geschrieben, dass da Freundschaften zerbrechen können. Ich hoffe nicht. Wir gucken mal. Ja, okay. Ist ja egal. Jolly Jumper. Jetzt heißt er Jolly Jumper. Jawoll. Sau cool. Der Jolly Jumper. Ich hätte doch noch ein 2.0 machen müssen. Ja, jetzt. Na, du? Ich würde sagen, wir reiten nach Jeserika. Auf geht's. Jetzt haben wir dem Hengst einen Namen gegeben. Jeserika, ich würde sagen, wir kommen. Wir reiten hier so zip hier über die Passstraße. Da. Und diese Markierung hier, die behalte ich mir. Das ist nämlich unser Trödler. Unser Quacksalber. Wir gehen hier lang. Auf geht's. Jolly, los geht's. Halt, wir könnten noch schnell gucken, ob wir auf dem Weg irgendwo Wölfe haben. Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Wolf. Wolf. Hier. Hier immer Wölfe. Wölfe. Wildschwein. Haben wir noch irgendwas auf dem Weg? Dass ich nicht so abseits muss. Hier wäre noch ein Wolf. Ich möchte ja hier über die Passstraße. Ja, da wird man dann hier schon ankommen. Also das heißt, wir gehen jetzt hier raus. Links. Und gleich nochmal links, wenn es hier irgendwie so ins Gestrüpp geht. Ich denke, hier rüber kommt man schon. Das wird so ein Weltweg alles ein oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall kein richtiger Weg. Und hier ist ein Wolf. Also werden wir den mitnehmen. Gut. Gegessen haben wir, getrunken haben wir. Wir ziehen los mit unserem Jolly. Ach, ehrlich, jetzt habe ich dem Tier auch mal einen Namen gegeben. Eigentlich eine coole Sache. Ja, mein Gutster. Wir schauen jetzt mal, was da so die ganze Chose bringt. Sind wir schon noch richtig? Warte mal. Wir schauen mal ganz kurz. Jupp, noch sind wir richtig. Oh Mann, hey. Oh, sowas ist nicht gut. Da dann. So, stopp. Machen wir langsam. Wo sind wir denn da? Sind wir hier? Genau, wir müssen jetzt hier links rüber. Sadala. Da dann mal links weg. Hier sind ein Haufen Tiere. Da geht's zum See. Geht's da zum See? Warte mal. Da geht es zum See und da haben wir auf jeden Fall die Wölfe am Ende des Sees. Das schauen wir uns dann an. Da lasse ich dich dann mal kurz allein. Ich brauche noch einen Wolf. Jolly, da musst du dann die Ohren steif halten. Schau mal, noch sehe ich keinen. Noch sehen wir hier keinen. Da ist noch ein Reh. Wir schauen mal. Da jetzt links rein normalerweise. Jolly, ich bin gleich wieder da. Du bleibst hier am Weg. Ja? Wenn ich pfeife, läufst du davon. Wenn ich einmal pfeife, kommst du? Wenn ich zweimal pfeife, läufst du davon. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier noch einen Wolf finden. So, wir zücken unseren Bogen. Mit unseren Eisenpfeilen. Nein, schauen wir mal, was der Wolf so pfeift. Schauen wir mal. Eigentlich müsste er genau hier sein. Wahrscheinlich guckt er schon nach mir oder riecht mich schon. Aber ich finde ihn noch nicht. Nee. Ah ja. Da, Bingo. Hier ist er. Oh. Da ist noch einer. Oh oh. Zack. Erledigt. Das war sauberer Bloodshot. Sehr schön. Okay. Du-bidi-bidi-du. Wir haben heute. Da ist auf jeden Fall noch einer. Den werden wir aber. Dann lassen.
Wir brauchen ja nur 4, keine 5, weil da unten war noch einer. Da ist er. Seht ihr? Hier. Aber ganz ehrlich, man muss ja nicht das ganze Rudel ausrotten. Reicht ja, wenn einer. Ne? In dem Fall, glaube ich, haben wir es aber dann. Nächtliches Geheul sind 4 von 4. Was? Nächtliches Geheul. Genau, sprich mit Edwin. Da müssen wir dann auch noch hin. Eieiei. Ist das nämlich erledigt. So. Wieder rauf auf unseren Jolly. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen noch ein Stück nach vorne. Noch ein Stück. Und dann links weg. Hier geht es jetzt dann links weg. Genau. Monika. Das ist jetzt... Halt. Ah, interessant. Da stand Hornika. Aber eben die Richtung. Der ist als Trail eingezeichnet. Also nicht als direkte Straße, sondern als Trail. Aber okay, gut. Sei es drum. Wir zwitschern jetzt hier los. Guck mal, vielleicht finden wir noch den ein oder anderen Wagen, der da rumliegt. Am besten mit... Ah, ich hab's gewusst. Aha, da war er eh schon. Hier, guck an. Oh, da ist eine... Oh, da ist eine Axt. Da ist eine Axt. Eine schöne Axt. Eine? Da ist eine Axt. 61%. Haben wir sonst noch was? Nee. Doch, Bretter. Hier, zwei Bretter noch. Die nehmen wir natürlich mit. Einwandfrei. Sonst liegt nichts mehr rum, oder? Nö. Okay, gut. Jojo, Jolly. Komm schon. Halt, gell? Auf geht's. Auf geht's. Herrlich. So, es gefällt mir. Ihr seht die Körper, wir kommen. Eine Eisenaxt, eine Eisenaxt, eine Eisenaxt. Sodala. Bin mal gespannt, ob der den Gefallen dann auch wirklich umsetzt. Oder ob wir da wieder irgendwas zwischendrin brauchen. 100 Meter noch. Ach, der ist da unten, ha? Der ist hier. Oh, ja, ja, der steht hier unten. Komm mal her. Komm mal raus. Geht der da jetzt fischen oder was? Ich will jetzt nicht ins Wasser. Der ist kalt. Nee. Ah, da ist er. Doch, doch. Hä? Hä? Na gut, was machst denn du da? Guten Tag auch. Ja, das ist schön. Bin gekommen, um deine Hilfe zu bitten. Okay. Ja, mal gespannt. Du kommst immer gleich zur Sache, was? Tut mir leid, es ist nur, die Angelegenheit ist dringend. Was habe ich damit zu tun? Kestrel meinte, du schuldest dir einen Gefallen. Das meinte sie. Verdammt, dieses Weibsbild. Und ich dachte, sie mag mich einfach nur auch so. Okay, ich kenne die Details eurer Beziehung nicht. Vergiss es. Was braucht sie? Es geht um einen alten Mann, der das Tal verlassen muss und dafür Begleitschutz braucht. Begleitschaft. Eieieiei. Ups. Es würde sich nicht mehr als 2 Tage in Anspruch nehmen. Es würde sicher nicht mehr als 2 Tage in Anspruch nehmen. Entschuldige. Dabei kann ich euch nicht helfen. Aber warum nicht? Ich habe meine Armbrust nicht mehr. Sagen wir, dass sie mir aus den Händen gerutscht ist, weil ich ein Dummkopf bin und bei diesem dummen Rätselspiel verloren habe. Und wenn ich mir eine neue Armbrust besorge, dann würde ich es machen. Ich komme mit deiner Waffe zurück. Okay. Eieieiei, jetzt müssen wir eine neue Armbrust besorgen. Und wir stehen im Wasser, mitten im Winter. Wie kann man denn gerade mitten im Winter baden gehen? Also mein Gutster, so haut das fein nicht hin. So, jetzt bauen wir eine Waffe. Wo kriegen wir jetzt einen Waffenschmied her? Jetzt muss ich echt noch weiter reiten. Wahrscheinlich muss ich nach Lesnica, denn in Lesnica gibt es auf jeden Fall einen Waffenschmied. Hier wird es keinen geben, gell? Da haben wir Schmuck. Jetzt müssen wir auf Fivikpulver haben. Wir haben 6800. Ich muss nämlich meiner Frau was Schönes besorgen. Wir haben ja schon wieder Weihnachten. Jetzt pass mal auf. Ademar. Du. Oh, der Ademar. Der schaut auch aus wie der Ademar von diesem, wie heißt der Film? Ach. Ah, Ritter aus Leidenschaft oder so.
Only the best products here. Wir brauchen irgendwas. Oh, Glasbläser. Die einfachen. Nadelbüchlein. Der praktisch veranlagt wird. Was ist denn der Kaptorga? Ein Geschenk. Dichterseele. Naja, Dichterseele ist auch nicht so. Raus für eine Prinzessin. Funktionalität als Ästhetik. Das ist wieder einfache Dinge. Handfächer. Wird eine sanfte Seele glücklich machen. Wir haben aber eine Prinzessin. Mensch, gibt's denn nichts für eine Prinzessin? Leb wohl. Halt. Halt, bevor du deinen Apfel futterst. Wo finde ich Bauernhoftiere? Händler für Jagd. Jäger. Lesnika und Tutki. Ich wusste es. Ja, das ist alles, was ich wissen wollte. Müssen wir nach Lesnika. Wüft nicht. Okay. Joy-Con, Affala. Komm. Wo ist er denn? Da ist er. Ich bin wieder umgegritten, ha? Ich habe leider keine Armbrust dabei. Was will denn der da für eine Armbrust? Denn sie fischen nicht, was sie tun. Okay. Sprich mit Ida. Sprich mit Ida? Oh. Denn sie wissen nicht. Ach, ich soll mit Ida sprechen. Wo ist denn die Ida? 1000 Meter. Ich denke, die ist in Lesnika, oder? Oder nee? Denn sie fischen nicht, was sie tun. Wo ist denn jetzt mein... Ach, weiß jetzt warum. In Borovo. Hä? Warte mal. Unigost-Geschichte. Besorge eine Armbrust für Damoyo. Das ist die Unterquest, oder? Eine da... Ah, sprich mit Ida. Damoyo braucht eine Armbrust, damit er Quacksalber bei der Flucht aus dem Tal beschützen kann. Kann ihm entweder eine neue kaufen oder versuchen sie, seine alte Armbrust zurückzubekommen. Rätselspiel. Habe ich doch schon mal gehört. Oh, wir machen das Rätselspiel. Wir machen das Rätselspiel. Wir gehen zur Oberkapuzinerin nach Borovo. Wir gehen nach Borovo. Jetzt passt mal auf. Wir gehen nach Borovo. Wir machen ein Rätsel. Denn sie fischen nicht, was sie tun. So. Das heißt, wir rumpeln mal los nach Borovo. Warte mal. Wo bin ich denn jetzt da? Das ist nicht der direkte Weg. Wir gehen den direkten Weg einfach mal querfeldein oben rüber. Ne, da lang. Komm, direkt oben drüber. Oder direkt oben drüber. Naja, ich hole euch wieder dazu, wenn ich drüben bin. Bei Borovo. Da ist es wahrscheinlich dann schon dunkel und wir müssen das Rätselspiel im Dunkeln machen. Oder wollt ihr mit? Wollt ihr mit? Oh, da geht's aber steil den Berg rauf. Ich hoffe, dass wir auch wieder heil unten runterkommen. Mal gucken. Das werden wir dann schon sehen. Wir sind hier, da hoch, halt. Oh, Jolly. Ah, es geht schon. Auf geht's. Langsam. Jolly, es tut mir leid. Jolly. Oh je. Okay. Naja, wir sind jetzt schon mal ein Stück weiter. nee, also ganz ehrlich, wir drehen um und flitzen dann über unsere Mine. Genau. Machen wir mit. Da rundum. Komm, wir gehen hier. Das wird nichts hier. Direkt über die Berge. Das ist nichts. Okay. Oh, aber... Oh, hallo. Oh, was liegt denn da alles? Da liegt ein Trinkschlauch. Oder? Nee, ein Apfelwein. Oh, ein Apfelwein. Gegengift. Wer weiß, für was wir das noch brauchen. Noch mehr Apfelwein. Noch mehr. Nee, Kirschwein. Oh, Birnenwein. Oh. Steinpfeil. Da hat jemand auf die Karawane geschossen. Ja, nicht gut. Okay, Jolly, wir schauen, dass wir Land gewinnen. Weil wer Wein liegen lässt, aber auf eine Karawane schießt, lassen wir mal dahingestellt, ne? So. Wir gucken mal ganz kurz. Da jetzt dann links. Optimal. Und dann geht's ab Richtung Borovo.
ich würde euch dann wieder dazu holen, wenn es denn dann soweit ist. Ne? Und wenn wir schon dabei sind, ich könnte eigentlich beim Edwin vorbeischauen. Aber wisst ihr was, dann gehen wir gleich noch bei Gustavia vorbei und gucken uns um den Edwin. Das glaube ich ist, das war's noch besser. Dann können wir dann die Quest auch noch abschließen. Und da sind wir ja eigentlich gleich. Eigentlich sind wir da gleich da. Ich nehme euch jetzt mit. Bin mal gespannt, welche Rätsel uns die dann aufgibt. Denn, ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir das ganz gut gelöst. Schon eine Zeit her. Als wir dann einen Rätselspaß hatten. So, stopp. Wir gucken mal ganz kurz. Aha. Links oder geradeaus. Wir machen jetzt hier links und dann geht es irgendwann mal rechts rüber. Ja, kriegen wir schon. So. Auf ein neues. Da hupfen wieder die Hasen rum. Ui, was ist denn das? Halt. Gehen wir runter da. Was ist denn das? Oh, ein schöner Baum. Aber. Ach so, das ist nur gefroren. Das sah aus dem Augenwinkel ganz komisch aus. Hallo? Miezekatze? Bleib weg. Okay, gut. Dann wieder rauf auf den Jolly. Moment. Los geht's. Geh mal hin. Dann. Stopp. Schauen wir mal ganz kurz. Ich würde fast geradeaus drüber. Ach, hier ist unsere Mine. Dann machen wir das mit der Mine. Ja genau, hier liegen unsere Baumstämme noch rum von den Bären. Von der Bärenjagd. Hihihi. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und hier geht's nach Borovo. Da unten liegt wieder ein Karren. Seht ihr? Da liegt ein Karren im Dreck. Ups. Und stopp. Irgendwo da. Da liegt er. Den holen wir uns. Da liegt wieder Wein rum. Also, welcher Dieb überfällt eine Karawane und lässt Wein liegen? Das sag er mal. Ich weiß nicht. Ja? Und vor allem, Dieb. Naja, man muss es nicht verstehen. Ist das alles? Da lag jetzt nur Wein rum, ja. Vielleicht liegt noch irgendwo Gegengift oder so, aber das sehe ich jetzt gerade nicht auf Anhieb. Oder so. Wie bei dem anderen. Naja, egal. Komm. Jolly, du hast natürlich recht. Auf geht's. Wir sind eh schon spät dran. Ist durch. Nee, links rum. Leicht links rum und dann hier geradeaus. Immer schön auf dem Weg bleiben, dann kann da eigentlich nichts passieren, Jolly. Wenn man wüsste, wo der Weg hingeht, gell? Hier jetzt dann rechts rum. Zack. Ups. So. Dann wieder. Oh, da ist wieder ein. Also, wie viele Wägen da rumliegen? Das muss doch irgendjemand bauen und dann. Oh, eine Kupfersichel. Die nehmen wir mit. Und ein Helm. Helm, sag ich. Flacher Strohhut. Ist sonst noch was? Nö. Sieht nicht danach aus. Ich sehe gerade mal nichts. Aber kann ja sein, dass ich mir wieder vergucke. Ist aber nicht so schlimm. So. Links und dann sind wir eh schon in Gustavia. Sehr schön. So viele Wägen. Also, das Tal ist, das muss berüchtigt. Also, da muss ja richtig, ne? Ach, den Weg kennen wir doch. Damals. Bevor der Bub auf der Welt war. Babyin, der kleine Bazi. Sind wir eingeritten. Und irgendwie kann man was looten. Stimmt, die Schneemänner. Die Schneemänner sind zu looten. Dieses. So, Freunde, macht's langsam. Da ist er schon. Edwin. Da ist der Edwin daheim. Zack, von Meier. Habe ich die Ehre, Edwin, mein Bazi. Die Wölfe sind tot. Tada! Oh, das ist eine Erleichterung. Danke dir vielmals. Wir haben zusammengelegt und deine Belohnung organisiert. Jawohl. Sauber. Eine Belohnung. Juhu. Eisenpfeile, Lachs und Münzen. Und natürlich Reputation. Reputation. So. Ja, die Sonne geht schon wieder unter. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Oh. Ich glaube, unser Essen
unser Essen. Um das müssen wir uns auch kümmern. Da habe ich den Tipp gekriegt und bin einfach, naja, wie soll man sagen, halt, wir wollten über die Brücke, weil wir da schneller sind mit unserem Otterhü, nicht durchs Wasser. Es war ja so, dass die, oh, das sind wieder Säcke, bei denen bin ich immer wieder fündig geworden. Schauen wir mal. Nee, da ist jetzt nichts drin. Ich glaube, die habe ich schon ausgeleert. Ja, die habe ich schon ausgeleert. Okay. Johnny, Jolly, Jolly. So. Wir gucken mal, ob wir Glück haben mit unserer Gutsten. Und hier... da ist sie. Da ist sie daheim. Da sitzt sie. Hm? Wir gucken mal, was sie uns denn erzählt. Nee, das ist sie nicht. Ah, da drin. Hallo, bist du da drin? Da ist sie. Ah, Ida. Bei dir. Da hat sie, Tante. Du schon wieder. Ja, klar. Diesmal brauche ich... Tomagois Armbrust. Von dir. Oh nein, nicht schon wieder. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ach komm schon, sei nicht so. Nein, das kannst du vergessen. Wie viel willst du denn dafür haben? Ach, deine Münzen helfen mir diesmal, helfen dir diesmal nicht. Du müsstest etwas für mich tun. Wir haben nicht viel Zeit. Es dauert nicht lang. Okay, also gut. Was soll ich machen? Du musst mir ein paar Fische besorgen. Und wehe, sie sind nicht frisch. Ich habe keine Zeit, mich mit dir zu streiten. Du sollst deine verdammten Fische haben. Jetzt muss ich fischen gehen. Ach komm, bitte. Wenn sie fischen, nicht, was sie tun. Okay, naja, dann muss ich jetzt mal gucken. Kriegt man denn irgendwo Fische her? Halt, Map. Gustavia hat eine Küche, da können wir mal gucken. J, denn sie fischen nicht, was sie tun. Fischfilet, 20. Ja, den kriegen wir hin. Die Fischfilets kriegen wir hin. Komm mit, Jolly. Die Fischfilets gibt's drüben. Ach, diesmal reiten wir wieder durchs Wasser. Komm, einmal baden. Mitten im Winter. Ist gut für die Abwehrkräfte. Erst in die Sauna und dann ins kalte Nass. Oh nein. Ah, es geht gut. Geht gut, geht gut. Sehr schön. Ach, geht doch schneller. Guck. Ein bisschen springen hin und springen her. Ist das gar nicht so schwer. So. Uah. Schauen wir mal, ob ich hier Fischfilet kriege. Aber normalerweise schon. Pass auf. Die haben keine. Doch, die haben die Küche da vorne. Da sollte ich auch Fischfilet kriegen. Hätte ich auch vorreiten können. Hätte ich auch hinreiten können. Fischfilet. Zeig mir deine Waren. Fischfilet. Da haben wir es. Aber nur 7 Stück. Ach nö. Mädel, kriege ich jetzt 20 Fischfilet her? Ah, 7. Jetzt muss ich echt noch einen Angelspeer machen und fischen gehen, oder was? Eieieiei. 7 Fischfilet nur. Jetzt, einen Angelspeer kann ich aber nur schnitzen, gell? Also, den kriege ich denn einen Angelspeer her? Bei einem Jäger. Jäger gibt es hier keinen. Edwin, glaube ich, hatte auch keinen Angelspeer. Ah, das ist natürlich schlecht, ne? Wir gucken mal kurz in der Taverne. Ja, Jolly, richtig gut hingestellt, ne? Vielleicht hat die noch Fischfilet. Hast du noch Fischfilet? Zeig mal deine Waren. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Doch, Schwille, aber nur 2. Ey, caramba. Das ist natürlich jetzt schlecht. Weil ich brauche... Mach's gut. Ich brauche nämlich noch ein paar mehr Fischfilet. Wo kriege ich jetzt noch Fischfilet her? 20. 11 Stück noch. Ja, Delina, zeig mal deine Waren. Hast du mittlerweile schon wieder Fisch? Nö. Gebratenes Fischfilet, ja, aber das ist nicht das Gleiche. Muss ich halt noch fischen gehen. Ach, komm. Mach's gut. Dann würde ich sagen, ab nach Hause, Speer holen. Fischerspeer.
Wir haben ja keine Fischerei nicht, ne? Ja, da rächt sich wieder, dass man nicht alles baut. Aber wir haben einen Fischspeer und wir können dann eigentlich mal schnell fischen gehen. Denn so tragisch, glaube ich, ist es gar nicht, das Fischen. Ich selber habe es noch nicht getan, das Fischen. Aber da nehme ich euch jetzt mal mit, das wird lustig. Der Fuchs beim Fischen. Der Fischers Fuchs fischt frische Fische. Frische Fische fischt der Fischers Fuchs. Ha! Er hat doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Und, Mensch, ich wollte hier die Mauer noch bauen, aber vor lauter Questen... Hey, die ganzen Mauern. Ich habe extra Steine hergerichtet, ohne Ende. Und dann sowas. Lager. Lager ist da oben. Lager ist da oben. Da gehen wir da hoch. Genau, ich habe nämlich hier extra Steine hingeworfen. Und zwar richtig viel, weil ich mir gedacht habe, oh, wir bauen noch ein bisschen. Dann machen wir das halt im Frühling. Aber das möchte ich jetzt noch schnell gucken, dass wir diese Quest hier irgendwie wegbringen. Gut. Wir haben gesagt Fischer. Fischerspeer. Fisch. Halt da. So. Ein Fischerspeer. Muss 11 Stück. Ich nehme jetzt mal beide mit. Ich habe keine Ahnung, wie lange die halten. Wir gehen jetzt fischen, Jolly. Wir zwei. Auf, ab zum Fischen. Mal gucken, ob das hinhaut mit uns zwei. Und man muss irgendwie gucken. Man kann nämlich Fische auch detektieren. So mit Alt sollte das eigentlich auch gehen. Und wir gucken einfach mal hier in die Richtung. Und hoppala. Und gucken mal, ob wir da Fische finden. Wir reiten jetzt hier so ein bisschen entlang. Und schauen mal. Nö. Komm. Ein, zwei Fische werden wir noch da finden. Das ist einfach nix, gell? Okay. Und ich weiß, flussabwärts sind es auf jeden Fall. Jetzt, ups. Mal schnell hier wieder mittig ausrichten. Und jetzt, komm. Jolly, gib Gas. Kann man nämlich vom Ufer aus dann schon sehen. Ja, Bingo, hab's. Oh. So, dann. Seht ihr? Da. Also, Inventar. Ein Fischerspeer auf die 8. Fischerspeer auf die 8. Wahrscheinlich stelle ich mich so richtig an. So. Halt. Die 8. Ha. Oh, cool, das ging aber jetzt easy. Komm, bleib da. Zack. Ach, kann ich wieder nicht. Ich hab wieder keine Ausdauer. Oh. Hey, Rotauge. Zack. Ach. Ja, weil man muss aber auch... Das war jetzt easy. Zack. Und... daneben. Ja, lach dir noch einen ab, Jolly. Bin hier voll am Fischen. Zack. Ha, habe ich wieder einen. So, jetzt haben wir 5 Rotaugen. Jetzt ist nur die Frage, wo zerlege ich die? Und kann ich das nicht hier auch machen? Nee. Warte mal. Muss ich dafür in die Küche, oder? Oder muss ich mir jetzt echt noch eine Fischerhütte bauen? Eieieiei, Fragen über Fragen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz in die Küche. Aber ich glaube, da habe ich nichts mit Fisch gesehen. Nee, ich könnte hier höchstens... Ah, ich dachte es mir. Da gibt es nämlich kein... Eieieiei. Okay, also. Folgendes. Wir bauen uns dann noch eine Fischerhütte. Wo
und gucken uns um an Fische. Wo ich so schön gefischt habe. Aber das Ganze dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns dann wieder. Ich denke, ich trinke jetzt mal was. Machen wir dann noch was zum Essen rein und koche die Nacht wieder. Denn da habe ich den Tipp gekriegt, meine Gemüsesuppen werden nicht reichen. Genau, so viel dazu. Das heißt, ich gehe zum Kochen und wir sehen uns in der nächsten Runde Medieval Dynasty, wenn ihr wollt. Bis dann, euer Fuchs. Ciao, ciao.